Hallo, liebe Freunde des Boondogger Kanals. Schön, dass ihr uns wieder eingeschaltet habt. Ich hatte ja schon bei dem Besuch in Ungarn angekündigt, noch einen besonderen Film über das Vogelkrankenhaus in Hortobágy zu machen. Gleichzeitig gehe ich damit ein Versprechen ein, was ich mir, meiner Schwägerin und demjenigen, der es mir letztendlich ermöglichte, selbst einen Vogel die Freiheit zu schenken. Ihr habt ja sicherlich in unseren Filmen schon bemerkt, dass wir uns sehr mit der Natur und der Tierwelt verbunden fühlen. Und umso mehr freut es uns, wenn wir solchen Aktivitäten wie hier begegnen, um dann vor Ort für euch berichten zu können. Also kommt mit uns mit, vielleicht ist es für den einen oder anderen sehr interessant. Aber zuerst betreten wir erst einmal das Gelände und nähern uns den Ausstellungsraum. Er ist recht hübsch gestaltet und man kann recht anschaulich so einiges über die Tierwelt der Puster erfahren. Und wer Fragen hat, kann sich an die Ranger wenden. Sie sind geduldig und erklären alles. Also, hier ist das Storchenhospital und wenn ich das richtig verstanden habe, werden die Störche und Vögel hier gepflegt und sollen heute in die Freiheit entlassen werden. Da brat mir doch einer einen Storch, das ist kein Storch. Nö, Ingo, das ist das Empfangskomitee. Und wie du siehst, der wartet auf Leckerlis. Natürlich nur die, die er auch verträgt. Da ist man hier schon wachsam. Ein hübsches Kerlchen, oder? Und ich glaube, das weiß er auch. Wer weiß, was der kleine Kerl erlebt hat, dass er nun letztendlich hier gelandet ist. Für ihn vermutlich der beste Platz. Und es scheint ihm nicht langweilig zu werden. Tja, und jetzt schaut mal hier. Besser kann man den Kindern die Vögel nicht näher bringen. Und die Kleine macht das auch ganz richtig. Sie dreht erstmal das Gesicht weg, um dann nur mal kurz den Vogel anzuschauen. Aber der Ranger ist sehr wachsam, damit nichts passiert. Er kennt seine Vögel ganz genau. Und dann kommt noch ein anderes Mädchen. Sie ist etwas draufgängerischer, aber dennoch ebenfalls sehr vorsichtig. Fakt ist, die kleinen Mädels haben Mut und werden noch lange voller Stolz von ihrem Erlebnis hier berichten. Und dann gibt es da noch eine, die Mut hat. Maria, auch sie ließ es sich nicht nehmen, sich mit Vogel zu präsentieren. Und trotz der großen Klauen gab es keine Kratzer. Und hier gibt es noch so ein paar kleine Wächter vor dem Eingangsportal. Wahrscheinlich sind diese Tiere so verletzt gewesen, dass sie nie mehr in die Freiheit entlassen werden dürfen. Und so genießen sie die ein oder andere Streicheleinheit. Und das hier ist nun erst einmal der Ausstellungsraum. Er ist wirklich sehr schön hergerichtet und in dem hier drinnen herrschenden Windzug scheinen die ausgestopften Vögel an der Decke zu fliegen. Übrigens, diese Brocken hier, die schwimmen in der Theiß. Es sind die Welse. Wir haben sie früher auch geangelt. Und jetzt nähern wir uns dem Vogelkrankenhaus. Emotional ist das nicht unbedingt etwas für schwache Nerven. Es ist öffentlich zugänglich und man kann sogar den Operationen beiwohnen bzw. hinter einer Scheibe beobachten. Hier wird geflickt, gesägt und implantiert. Sehr aufwendig und sehr teuer, damit sie hier wieder in die Freiheit entlassen werden können. Und hier, liebe Freunde, hier bin ich emotional geworden. Es scheint ein Storchenpaar zu sein. Störche bleiben ja ein Leben lang Gefährten. Und hier scheint ein Storch seinen Partner aufmuntern zu wollen. Steh auf, mein Lieber, steh auf! Wir wollen doch nach Afrika. Wir wollen doch noch so viel gemeinsam erleben. Komm schon, stirb nicht, tu mir das nicht an, steh auf. Ja, dieses Bild hier ging mir durch Mark und Bein, als ob der Storch seine Gefühle auf mich übertragen will.
Ich bin noch eine ganze Weile bei den Störchen geblieben, bis ich weiterging. Zum nächsten Krankenzimmer. Die Kopfbewegungen der Eulen finde ich immer putzig. Und jetzt schaut mal diese großen Augen, als ob sie sagen wollten, was guckst du? Ich bin ja jetzt nicht so der Vogelkenner, aber ich glaube, das sind ja eine ganze Menge Bussarde. Wirklich auffällig viele in einem Raum. Und alle haben sie ihre Leidensgeschichte. Und die hier sind recht groß. Ob das Adler sind? Wenn ja, scheinen sie jung zu sein. Und dann sind wir draußen am großen Freigehege. Das ist das größte hier. Die letzte Station vor der Auswilderung. Warum seit ewigen Zeiten der Hubschrauber da oben rumkreist, weiß der Geier. Ja, das mit den Hubschrauber, das war schon nervig. Aber das hat auch seine Bewandtnis. Davon später. So. Und das hier, das ist wohl, wo die Störche wieder das Fliegen lernen können. Ja, diese Hühnerleiter geht hoch zu einer Plattform, die innerhalb dieses Freiluftgeheges ist und wo man die Tiere wirklich hautnah erleben kann. Eine wirklich sehr schöne Idee, die Tiere auch nicht zu stören scheint. Und selbstverständlich verhält man sich hier oben sehr ruhig. Doch jetzt nochmal zurück zum Hubschrauberlärm. Das Ganze ist volle Absicht, damit die Tiere gegen bestimmte Lärmpegel oder Gegebenheiten in der Freiheit gewappnet sind und nicht in Panik verfallen. Man muss sie mit den Geräuschen der Zivilisation vertraut machen. Und so wie es scheint, klappt das ja auch, wie man hier sieht. Wenn man so hier reinsieht, hier ist ein geschäftiges Treiben. Und der hier scheint erstmal ganz genau seine Umgegend außerhalb des Geländes zu inspizieren, damit er weiß, wo er als nächstes, wenn ihm die Freiheit geschenkt wird, hinzufliegen hat. Und die hier unternehmen schon mal Flatterversuche, um ihre Flügel zu stärken, damit es denn mit dem Flug in die Freiheit auch klappt. Das Gehege hier ist aber nicht nur für Störche. Auch andere Vögel werden hier auf die Freiheit vorbereitet, so wie dieses Kranichbärchen. Oder dieser kleine Geselle hier. Er scheint sich ja recht gut mit den anderen zu verstehen und die anderen mit ihm. Auf jeden Fall sind sie alle unsere Hoffnungsträger. Hoffnungsträger insofern, sie kehren wieder in die Natur zurück, dahin, wo sie hingehören. Tja, und er ist solo, hat wohl seinen Partner verloren. Und der Reiher hier wird auch bald seine Freiheit genießen können. Und dann geht es weiter zu den anderen Gehegen. So, Maria erklärt uns alles, sie ist hier Stammgast. Und hat Patenschaften über gewisse Tiere übernommen, weil das Ganze finanziert sich durch Spenden. Was für ein Prachtkerl. Ich weiß gar nicht, wann ich meinen letzten Uhu in Freiheit erlebt habe. Es liegt schon etliche Jahre zurück. Ich glaube, das war in Thüringen. Und zwar in einem Wald bei Reinhardsbrunn. Ja, das ist schon verdammt lange her. Puh, es ist schon Mittag und die Sonne, die setzt uns ganz schön zu. Und dann fährt doch tatsächlich ein Auto durch die Botanik. Und zwar laut hupend. Aber der das macht, macht das nicht zum Vergnügen. Auch das gehört zur Abschreckungs- bzw. Gewöhnungstaktik, um die Vögel auf die Freiheit vorzubereiten. Es gibt eben unheimlich vieles, an was man denken muss, bevor man ein Tier auswildert. Und der Autofahrer ist kein Unbekannter. Das kleine Mädchen hat ihn genau erkannt und ruft, Sia, Papa, das heißt, hallo, Opa, aber den beiden werden wir noch später begegnen. Und jetzt hört mal das Knallen im Hintergrund. Es simuliert Schüsse. Es soll die Vögel warnen, aber nicht aufschrecken. Denn leider ist es so, dass noch viel zu viele von ihnen einfach abgeknallt werden. Und wie man hier sieht, die Tiere bleiben ruhig, aber sie setzen sich in Bewegung, um sich in Sicherheit zu bringen. Diese Dynamik, dieses Verhalten fand ich doch sehr interessant.
Inzwischen sind auf dem Gelände hier eine ganze Menge Menschen angekommen, mit Kind und Kegel, mit Stühlen und ohne Stühle, um dem kommenden Ereignis entgegenzusehen. Und im Hintergrund im Gehege werden die Störche ausgesucht und eingefangen, welche heute in die Freiheit entlassen werden sollen. Und auch wir sind voller neugieriger Erwartung, wie das vonstatten gehen soll. Und dann geht es auch schon los. Dr. Deri, den man allgemein als Pusta-Doktor bezeichnet, hält eine längere Rede, stellt die ein oder andere Person vor und noch alles mögliche anderes, was uns aber hier weniger interessieren soll. Kurz und gut, ich verstehe eh nur die Hälfte, da der Lärmpegel doch relativ hoch hier ist. Und jetzt schaut mal auf das Treiben im Hintergrund. Eine Menge Jugendliche, die kein Handy in der Hand halten, sondern was? Ja, Störche. Das sind all die Helferleins, die das Treiben hier mit am Laufen halten. Vielleicht sind einige von ihnen auch welche, die einstmals in ganz jungen Jahren einen Vogel auf ihren Arm halten durften. Genauso wie diese kleinen Mädchen am Anfang dieses Filmes hier. Und dann geht es los. Ich glaube, der erste war der Bürgermeister. Aber ich bin mir nicht ganz so sicher, ob das stimmt. Auf jeden Fall muss es irgendwie eine wichtige Person gewesen sein, die hier lebt. Hat er gut gemacht, Auswilderung erfolgreich. Applaus gesichert. Und könnt ihr euch noch an das Mädchen erinnern mit Sia Papa? Ja, das war die Enkelin des Doktors. Und auch sie darf einen Vogel in die Freiheit entlassen. Und ihre Reaktion war so süß. Und der Opa sichtlich so stolz auf seine kleine Enkelin. Und welche Freude es ihr zu bereiten schien. Es war tatsächlich einer der schönsten Momente, die ich an diesem Tag aufnehmen konnte. Aber auch das hier, guckt mal. Wie die Kleinsten der Kleinen mit einbezogen werden und sie mithelfen dürfen, den Storch in die Freiheit zu entlassen. Was soll man dazu sagen? So rekrutiert man also die Helferleins von morgen. Hoppla, was ist denn hier passiert? Ja, manchmal geht eben auch mal was schief. Schließlich handelt es sich ja nicht um tote Gegenstände. Er hier brauchte eben einen zweiten Anlauf. Tja, und dann war meine Wenigkeit dran. Erst einmal wurde ich gefragt, wie ich heiße, aus welchem Land ich komme, welcher Stadt und ob es bei uns auch Störche gibt. Gibt es Störche? Okay. Und dann schließlich bekam ich den Storch überreicht. Ihr glaubt ja gar nicht, wie leicht so ein Tier ist. Man musste die Beine festhalten und den Schnabel, sich in die richtige Richtung drehen, damit die Thermik stimmt, Schwung geben und loslassen. Und ganz ehrlich, ich war froh, dass er nicht vorher gekackt hat. Das war schon ein ganz schöner Spritzwurf. Und dann wurde es ja ganz komisch. Ich wusste nicht, ob ich vor Freude heulen oder lachen sollte. Nun ja, ich entschied mich für beides. So bin ich halt. So, ich weiß nicht, wie viele Störche jetzt schon die Freiheit gesehen haben. Ich glaube, es um die 25. Und dass Ulrike dazwischen eingeschoben wurde, das haben wir Maria zu verdanken. Die, wie gesagt, gute Beziehungen hier zu dem Storchenhospital hat. So, großes Finale. Der letzte Storch fliegt in die Freiheit. Das machen die hier auf der Anhöhe nicht, damit man besser sehen kann, sondern damit die Störche ein bisschen Wind unter die Flügel kriegen. Die sind ja das Fliegen im Prinzip auch nicht mehr gewöhnt. Und dann schaut man sich auch einen Tag aus, an dem die Thermik stimmt und alles. War eine gelungene Veranstaltung. Meine beiden Frauen sind glücklich. She's basically. Das Gelände des Madar-Parkes ist natürlich noch viel größer. Und so zieht es uns weiter, das ein oder andere noch zu entdecken. Und ich kann euch eins sagen, es ist brütend heiß hier. Und überall, wo man hier hinschaut, blühen diese typisch lila Blumen. Typisch für die Pusta. Und hier, das dürften Gänsegeier sein. Nee. Nee? Nee. Das ist ein Adler. Das ist ein Adler.
Hier ist ein Adler. Ich habe es nur von Weitem gesehen. Ich habe auch keine Brille auf. Tja, und hier seht ihr sie, die Könige der Lüfte. Sie sind sehr groß, aber sie sind auch sehr ängstlich. Und genau deshalb machen sie so einen Lärm. Und die Anzahl der vielen Adler hier macht mich sehr, sehr traurig. Umso bestürzender der Hintergrund, warum sie hier sind. Viele von ihnen sind auch nicht das erste Mal hier. Der Grund ist, sie werden vergiftet oder angeschossen. Es ist einfach nur entsetzlich. Aber nicht, dass ihr denkt, das passiert nur in Ungarn. Bei uns passiert es leider auch, und zwar für Windräder. Und dieses arme Tier hier wird nie mehr die Freiheit genießen können. Er wird wohl verstümmelt bleiben bis am Ende seines Lebens. Und das könnte noch sehr lange sein. Es ist wirklich schlimm, hautnah zu sehen, zu was der Mensch fähig ist. Und wie wir letztendlich unsere eigene Lebensgrundlage damit zerstören. Und wer bist du denn? Ein kleiner Falke? Was für ein hübsches Kerlchen. Und irgendwie scheint er krampfhaft zu überlegen, ob er denn jetzt fliegen sollte oder lieber doch nicht. Naja gut, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Er wartet lieber noch ein bisschen ab. Ein Interview. Hallo, wie geht's? Hallo. Eigentlich ist er der Witzbold des Parkes. Servus, Negro. Aber bei der Hitze hat auch er keine Lust. Da half auch kein Bitten und Betteln. Er blieb stur. Noch zumal wir kein Leckerli für ihn hatten. Der wird sich gedacht haben, ihr könnt mich mal. Und er hier scheint sich nicht entscheiden zu können, uns zu beobachten, oder einen Schluck aus der Schüssel zu nehmen. So wie er aussieht, scheint er einer der nächsten Kandidaten zu sein, in die Freiheit zu entfliegen. Ein schöner Gedanke, nicht wahr? Apropos Wasser. In der Puste hat dieses Jahr die Trockenheit schon viele Opfer gefordert. Sümpfe und Seen sind fast ausgetrocknet. Und dann sind wir fast am Ausgang wieder angelangt. Und der Falkner oder Ranger, vielleicht auch beides in einer Person, zeigt recht eindrucksvoll die Kunststückchen seines Vogels. Aber schaut selber, ist das nicht klasse? Also, wer mal hier in Ungarn Urlaub macht, in der Nähe von Lisztafőred ist, kann gerne mal das Storchenkrankenhaus besuchen. Und wie gesagt, Spenden sind gerne willkommen. Ihr habt gesehen, hier fehlt es an manchen Ecken fehlt es etwas. Da könnte man bestimmt was machen. Aber wie gesagt, das ganze Teil hier ist von Spenden finanziert. Und hier spielen sich am Rande ja, schöne Geschichten ab. Und zwar, wenn dann Leute hier einen Storch abgeben, den sie an dem Straßenrand gefunden haben und den dann hier in die Freiheit entlassen. Das hat schon was. Tja, und so manches Störchlein kann mit der Freiheit nicht viel anfangen. Aber nicht so schlimm, es wird weiter versorgt. Die Hauptsache ist doch, dass sie überleben. Egal, ob das diese arme Kreatur hier ist oder das bemitleidenswerte Storchenpärchen hier. Sie alle haben eine Chance verdient auf Heilung, auf Überleben und auf ein Leben in Freiheit. Denn das sind wir uns, der Natur und den Tieren, die durch uns leiden und letztendlich auch unseren Kindern schuldig, damit wir auch in Zukunft solche wundervollen Bilder wie hier weiter erleben dürfen. Also ich weiß ja nur zu gut, nicht jeder kann helfen, wie er es am liebsten möchte. Aber wenn ihr es könnt, dann macht mit. So, das war jetzt ein Film, der mir sehr am Herzen lag. Wenn euch also dieser Film auch gefallen hat, dann hinterlasst einen Daumen nach oben. Und wenn ihr mehr von uns wissen wollt und auf den Laufenden bleiben wollt, dann abonniert unseren Kanal. Im nächsten Film werden wir uns wieder in Rumänien sehen. Aber bis dahin, tschüss und bye bye.